Aus Weiß wird grau nach dem Schnee bis in tiefe Lagen in der vergangenen Zeit wird es Richtung Monatsende eher wieder typisches Novemberwetter mit Nebel geben. Aber nicht nur der sorgt für Grau am Himmel, auch zahlreiche Regenwolken. Das haben wir Tiefdruckgebieten zu verdanken, die immer vom Atlantik weiter in unsere Richtung ziehen. Und die bringen uns tagtäglich Regenfronten und dazu eine westliche Strömung. Also wirklich winterlich kalt wird es erstmal nicht mehr bei uns. Am Mittwoch zieht die eine Regenfront ab von Westen, folgt dann schon wieder die nächste. Im Bayerischen Wald und in den Alpen gibt es da auch noch ein paar Schneeflocken. Ansonsten ist das kein Thema mehr. Und am Nachmittag wird es dann eben von Westen grau und nass. Und zwischen diesen beiden Fronten gibt es dann zur Wochenmitte, besonders über der Mitte, auch freundliche Phasen. Der Wind ist besonders im Süden lebhaft unterwegs. Die Temperaturen im Osten steigen sie ganz langsam an. Nicht mehr ganz so eisig kalt, immerhin 3 bis 6 Grad. Entlang des Rheins gibt es zweistellige Höchstwerte von 10 oder lokal auch bis zu 11 Grad. Am Donnerstag ändert sich nicht allzu viel an den Temperaturen. Es wird aber dennoch ein Stückchen milder, besonders auch hier im Osten, dann schon häufig 6 bis 8 Grad. Im Westen sind bis zu 12 Grad drin, denn diesmal ist man hier auf der Sonnenseite. Im Osten und Südosten vor allem noch Reste einer Regenfront. In den Alpen gibt es auch ein paar Schneeflocken. Und auch rund um die Küsten ist es mit einigen Regenschauern recht wechselhaft. Und genauso geht es dann auch am Freitag weiter. Windig, wolkenreich, wechselhaft. Diesmal liegt die Regenfront mitten am Tag wohl quer über Deutschland, von der Ostsee über die Mitte bis in den Südwesten. Im Osten nach dem Nebel freundlich und auch hinter der Front lockert es wieder auf. Der Wind bleibt hier und da ein Thema. Stürmisch ist es aber noch nicht und auch die Temperaturen ähnlich. Im Osten einstellig, im Westen häufig zweistellig. Und dann macht sich wohl ein neues Hochdruckgebiet breit. Und das bedeutet in den Niederungen wieder häufig zäher Nebel. Den meisten Sonnenschein gibt es dann auf den Bergen. Die Temperaturen bleiben ähnlich, am ehesten wechselhaft. Mit Regenwolken und ein paar Schauern ist es im Norden, im Osten wohl die größten Sonnenchancen.